Servus zusammen, in dem Video schauen wir uns den Works 345 Akkuschrauber an. Das ist der Schlagbohrschrauber von Works Nitro. Ich habe mal gedacht, dass das der stärkste ist, aber wir schauen uns natürlich im Test an, wie er sich schlägt. Ganz fein finde ich also die Verarbeitung ganz gut. Linksrechtsverstellung geht ganz gut. Griff finde ich auch. Erster, zweiter Gang wirklich sehr leichtgängig, sehr fein. Das ist auch in Ordnung. Und Kupplung gefällt mir, dass er relativ breit ist. Finde ich auch super. Relativ lang ist das Bohrfutter, wie ihr sehen könnt. Das empfinde ich immer als Nachteil. Aber lassen wir es einmal so stehen. Es ist jetzt, ja, also es ist nicht der kompakteste von der Länge her, von den Maßen. Sonst, Verarbeitung finde ich relativ gut. Das Bohrfutter ist aber sonst schön. Also hat auch einen festen, also es schließt auch sehr gut, also hält auch sehr gut fest und geht nicht auf. Das ist ein großer Nachteil, wie ihr sehen könnt, dass man da nicht so an der Taste hängt, dass man den nicht so schnell die Geschwindigkeit aufbaut, sondern dass er dann komisch hängt dann. Aber ja, wir schauen uns dann gleich einmal die Maße nochmal an, dann könnt ihr nochmal sehen, wie lang der genau ist. Ziemlich genau ist er 19, ach fast 20 cm. Und Drehungsart sind relativ hoch, also jetzt allgemein die maximale Drehzahl nicht, die Minimum ist ganz okay, 160 im zweiten, 1940 im zweiten, sind relativ gute Werte. Im ersten Minimum ungefähr 36 und über 500 Umdrehungen im ersten Gang gemessen. Das ist immer sehr schön. Das werdet ihr jetzt natürlich auch bei den Tests sehen. Der schlägt sich da relativ gut eigentlich. Und das ist auch wichtig, nicht nur das Drehmoment, sondern die Drehzahl finde ich eigentlich viel wichtiger. Also natürlich Drehmoment und Drehzahl gibt Leistung, aber man kann ein bisschen auf Drehmoment verzichten, also auch auf Leistung, aber trotzdem eine hohe Drehzahl haben, um genug Aufgaben schneller zu erledigen. Das ist die Lautstärke, ist auch okay, muss man sagen. Ganz angenehm. Gewicht 1,392 Kilo. Das ist wirklich auch ganz gut. Da Schlangenbohrer und die restlichen Tests schauen wir uns gleich an und dann am Ende vergleichen wir es mit der Tabelle. Sehr gut, muss ich sagen. So, kommen wir zum Fazit. Also, die Lautstärke mit 83 dB ist relativ niedrig, vor allem für die Leistung. Das gefällt mir sehr gut. Obwohl es ein bürstenloser Motor ist, ist es sehr angenehmer zum Hören. Also wirklich, gefällt mir extrem gut die Lautstärke. Ganz großer Pluspunkt. Ich mache das gern, wenn die Akkuschrauber sich normal anhören und nicht zu laut oder zu anstrengend sich anhören. So, beim Drehmoment, wie ihr sehen könnt, ist er ja mit 20 Newtonmetern. Wenn das ausreicht, natürlich passt es. Aber das muss halt jeder für sich selbst wissen. Definitiv ein guter Akkuschrauber. Der Moment ist nicht allzu groß, vor allem Hartholz wird man Probleme haben, wie bei den anderen in dem Bereich, aber ich würde sagen, für die meisten, für ja, 90% der Leute würde es ausreichen und da würde ich mich gar nicht beklagen. Bei dem Drehmoment ist eigentlich in Ordnung. Drehzahl ist ein bisschen höher, das Maß ein bisschen niedriger, ja. Was aber eben ganz gut ist, wir sehen können es, der ist relativ weit oben, weil er eben so gute Drehzahl hat. Und das macht ihn halt interessant, muss man sagen, weil er halt, wie schon gesagt, eine sehr schöne Drehzahl hat und dadurch halt die ja, relativ weit oben sich platzieren kann mit 24 Sekunden, was wirklich ja sehr gut ist für den Preis und eben für den Hobbyanwender, das ist mehr als genug, vor allem es ist halt die hohe Drehzahl der Vorteil und dass er doch genug Leistung hat, um die auch zu halten in den meisten Fällen. Die meisten Aufgaben sollte besser als die anderen alle da erledigen, die unten sein. Also wirklich, ja, gefällt mir gut.
Auch beim Gewicht finde ich ihn ganz in Ordnung. Wie ihr sehen könnt, ist auf der Wald 805 Niveau ungefähr. Und ja, mehr oder weniger ist er auf der Leistungsstufe. Aber natürlich ist es jetzt kein Leichtgewicht. Aber definitiv einen, den ich lieber verwenden würde als einen Bosch 150C oder den Flex DD2. Das sind alles mit Griffe. Ohne Griff ist nochmal leichter. Ja, ich würde den lieber verwenden, weil man eben doch dann meistens die Leistung gar nicht braucht. Und vor allem ist die Drehzahl relativ gut. Und ja, das passt eigentlich. Natürlich nicht vergleichbar. Die sind alle schneller. Aber ich würde sagen, dass mit den anderen, wenn man die vergleicht, dann ist es eigentlich echt ein guter Akkuschrauber. Und gefällt mir wirklich von allen Seiten gut. Schauen wir uns den Preis an. Dann können wir zum Fazit. Preis haben wir 95 Euro, das ist auch eben ganz gut, finde ich. Natürlich nicht der günstigste, ist, würde ich sagen, mittelpreisig 95. Aber ja, gefällt mir wirklich gut. Barfutterverarbeitung bis auf die Betätigungstaste, ein bisschen schlechter reagiert der Motor, wenn man schneller tippt und relativ langsam aufdreht. Aber ich würde sonst, gibt es eigentlich nichts Negatives zu sagen. Die Verarbeitung ist gut, die Leistung ist ganz gut, der Preis, die Lautstärke, ja. Die Maße, das Gewicht, also es gibt wirklich gar nichts, also von meiner Seite aus nichts zu kritisieren, bis auf das, dass der Motor komisch reagiert, wenn man halt kurz angast. Alle Aktionen sind unten verlinkt, wenn ihr was über Amazon bestellen wollt, würde ich den Kanal unterstützen. Vielen Dank für das, was ihr macht, vielen Dank für den Schau, Kommentar da lässt, Abo da lässt, Daumen nach oben, danke, Servus und Ciao.